Die Ankunft aus dem Tagebuch von Hüter Aktül. Alles kann mit Asche bedeckt werden, aber noch immer zählen wir die Seiten und geben die Geschichten weiter, bevor das alles verzehrende Feuer uns verbrennt. Auriga ist beängstigend. Riesige, blaue, schimmernde Ozeane, grüne Ebenen, schneebedeckte Wildnis, ein widerliches Panorama, das auf erschreckende Weise der Hölle ähnelt, die die Maschinen auf unserer Welt erschaffen haben. Wir wurden Zeuge von 12 und 5 Feuergeburten, während wir im Schatten des riesigen Schiffs der Infiniten kauerten, das uns auf diese Welt brachte. Ich weiß nicht, warum sie uns retteten. Wir schlummerten unzählige Jahre in ihren alten Krypten, ein traumloser Schlaf, eingeleitet und bewacht von seltsamen Maschinen. Es war eine lange Reise, zu lange, wie ich befürchtete. Nach unserer Ankunft stellten wir fest, dass der Planet von mehreren intelligenten Lebensformen bewohnt wird. Es scheint, als wäre Auriga nicht der Neuanfang, den die konkreten Infiniten uns versprochen haben. Aufseher Eloys behauptet, ebenso entsetzt darüber zu sein wie wir. Trotz allem, was er für uns die Kappa-Ku getan hat, ist mir dieses Ding nicht geheuer. Ein uraltes, lebendiges Gehirn, eingeschlossen in einen beweglichen Sarg. Gleichermaßen wundersam wie makaber. Ich kann oft beobachten, wie es angeregt mit Hüterin Tua kommuniziert, aber sie verrät nicht, worum es ging. Noch mehr Zweifel. Sie wäre die letzte, von der ich Fanatismus erwarten würde. Ihr Geist ist wie ein Schleifstein, pragmatisch und stur. Aber ich muss zugeben, dass mich die brennende Verehrung für die Infiniten, die sich unter meinen Brüdern und Schwestern ausgebreitet hat, besorgt. Ja, sie haben uns gerettet, aber wie heißt es so schön? Nur die Wärme der Flamme ist umsonst. Für den Moment muss ich diese Zweifel aus meinen Gedanken verbannen, denn es ist an der Zeit, die Wiege unserer Retter zu verlassen. Wir werden Auriga zu unserer Heimat machen, auch wenn andere den Planeten bereits für sich beansprucht haben. Bei der Landung haben wir Spuren eines nomadischen Volkes entdeckt, aber auch kleine Dörfer und sogar belebte Metropolen. Wir werden uns zuerst um die Dörfer kümmern, die sich in unserer Umgebung befinden.